Ich habe mich auch nie wegen diesen Jahren gefragt, darf ich als Jude überhaupt Hakenkreuze auf mich tragen? Diese Frage hat mich nie irgendwann beschäftigt oder belästigt. Ich sah es als selbstverständlich. Aber ich werde auch sehr oft in Israel in Schulen eingeladen. Da fragen mich manchmal Schüler, ob ich das nicht als Verrat an mein Volk sehe. Erst neulich, bevor ich nach Deutschland kam, war ich auch an der Schule, 10. Klasse. Da sprang ein Schüler sehr erregt auf und fragte mich, wieso hast du Hakenkreuze getragen? Diese Hakenkreuze hat deine Familie ermordet. Eine sehr legitime Frage. Aber nicht damals und auch nicht heute sehe ich es als Verrat. Ich habe mich ja nicht freiwillig zu dieser Hetzung gemeldet. Das Schicksal hat mich gegen meinen Wille in diese Nazi-Welt hineingeschleudert. Um zu überleben, musste ich so handeln. Ich musste dem Führer die Treue schwören, musste Heil Hitler rufen und musste auch Hakenkreuze tragen, um zu überleben. Denn der Drang zum Leben ist in jedem Menschen auf das Tiefste verwurzelt. Jeder Mensch strebt zum Leben und hat auch das Recht aufs Leben. Aber bei mir, wegen dieser Todesgefahr, haben mich die Erhaltungstriebe vollkommen überwältigt. Und ich führte zweifellos, bedenkenlos, alle Befehle meiner Instinkte aus. Trotzdem, eins war mir dabei immer klar, ich werde niemals auf jemanden schießen. Oder um Gottes Willen gar erschießen. Das haben wir auch im Film gezeigt. Diese rote Grenze habe ich auch nie überschritten.